So, und willkommen zur 250. Folge von Mindtest Creator Server Let's Play. So, und wir machen jetzt mal ganz kurz, ich möchte euch mal ganz kurz zu meiner Anlage entführen. Das heißt noch mal Walker und dann, zeige ich euch mal meine Zentrifugenanlage, die ich gebaut habe. Ja. Die ist, wie gesagt, komplett übertrieben. Zugegeben auch sehr ineffektiv. Ja. Kann ich euch mal ganz kurz so ein bisschen einweisen. Was ich da probiert habe. Boah, ich wollte aber gucken, was man da irgendwie bauen muss, damit man da auf eine ordentliche Anlage kommt. Ich war da doch ein bisschen verwirrt. Vor allem, weil es auch meine erste Anlage war, wo ich mit diesen Sorting Tubes gearbeitet habe. Oh, ich habe zwei E-Mails. Öffne ich natürlich später. So, hier meine Anlage ist natürlich die gleiche weiterhin. Ne? Und so, das Ding hier ist neu. Das ist meine Zentrifugenanlage. Sieht man hier. Der Aufbau ist quasi relativ simpel. Ich habe quasi ein Umlaufsystem an Rohren. Das heißt, ich habe quasi ein Rohr. Das geht hier ein paar Mal im Kreis. So. Und das ist quasi so. Dieses Rohr geht an jede Zentrifuge ran. Und die Zentrifuge, an jeder Zentrifuge ist quasi eine Sorting-Tube. Und die sagt, okay, wenn du 0,2er hast, schick das hier rein. Wenn das nicht passt, schick es weiter an 0,3er, dann kommt hier dann rein. Wenn das hier auch nicht reinpasst, geht es weiter, geht hier rein. So, und wenn die Tür wiederum fertig ist, die Zentrifuge wiederum fertig ist, dann schickt sie ihre Ausgabe auch wieder in den Kreislauf. Das heißt, ne, beispielsweise jetzt hier, wenn, oder, wir fangen mal von vorne an. Wo ist die Sima ist hier hinten. Du bist die Sima. Ne, das ist die Sechser. So, hier würde quasi das erste Zeug rankommen, ne? Man erntet ja 0 Sima. So, das heißt, dieses 07er packt man da vorne in die Kiste. Aus der Kiste wird es ins Rohr gepumpt und durchläuft dann hier so lange, bis es irgendwann bei dieser Tür landet und hier sagt, okay, bitte nach weiß, also hier in die Zentrifuge. So, in der Zentrifuge landet es dann. Mit 1 kann es nicht viel anfangen, also wartet, bis dann das nächste auch noch drin ist. Und sobald dann hier halt mehr als 1 drin sind, wird dann halt zentrifugiert, kommt hier 04er und 06er und 08er raus. Die werden automatisch abgepumpt und landen wieder in dem Kreislauf. So, im Kreislauf angekommen, wird es dann wieder so lange rumgeschissen, bis es irgendwann bei den beiden hier ankommt, weil hier wird halt nur 6er rausgefiltert und hier 0,8er. So, und wenn dann hier irgendwann zwei 6er drin sind, also zwei 0,6er drin sind, wird auch hier wieder zentrifugiert, da kommt einmal 0,4er und, nein, 0,5er und 0,7er raus. Das heißt, das 0,7er landet wieder hier drin und das 0,5er hier drin. Und so weiter und so fort. Darauf basiert quasi die gesamte Anlage. Ist nicht sehr effektiv. Wie gesagt, es waren zu einer Zeit, also zur beliebigen Zeit, bisher nicht mal die Hälfte an Zentrifugen gleichzeitig aktiv. Sobald hier die oberen, nämlich die ganzen für High Level, also wenn es dann irgendwann so im Bereich 2-0er, 3-0er geht, ist mich hier hinten denn, die, wie gesagt, wurden noch gar nicht benutzt. Und alleine so hat die Anlage weit über 200 Kilo. Weit über 100 Kilo EU gebraucht. Das heißt, wenn wirklich alle aktiv wären, würde die Anlage einfach mal gut 300 Kilo EU ziehen. Also bis zu 300 Kilo EU. Ja? Was ich damit gestemmt habe, dass ich das gesamte Dach mit MV-Solarzellen zugeklatscht habe. Wo ich mich dann frage, Junge, ein so ein Generator hier, ich weiß gar nicht, wie viel zieht der? Hat kein Netzwerk. Danke für die Angabe. Zieht laut diesem Ding an, gibt ein so ein Ding 100 Kilo EU, ein Atomkraftwerk. Ich weiß nicht, ob die Angabe stimmt, weil mir was irgendwie so viele Dinger 1 M EU liefern würden, dachte ich bisher eigentlich. Aber hier steht halt überall 100 Kilo EU. Das heißt, ein so ein Atomkraftwerk-Core reicht nicht mal aus, um die ganzen Dinger zu betreiben. Das heißt, wir stehen vor zwei großen Problemen. Problem Nummer 1. Wie sollen wir bitte schon das Ding hier legit bauen? Wie soll es überhaupt irgendjemand legit bauen können?
sondern den kannst du quasi nur im Creative-Modus bauen. Die Kosten sind einfach viel zu hoch, um sowas auch nur ansatzweise als legit normal Spieler auf einem normalen Server, also ohne Gift-Privileg, aufbauen zu können. Und zweitens, wenn du es dann irgendwann aufgebaut hast, wie willst du das Ding mit Strom versorgen? Das heißt, du musst, wie gesagt, das alles, so wie ich es jetzt hier gerade gebaut habe, also erstmal die ganzen Dinger bauen und dann nochmal ein Dach bauen, was mindestens zweifach so groß ist wie das, was hier bereits vorhanden ist, weil das wird nie ausreichen für alle, wenn alle aktiv wären. Also, deswegen habe ich schon angefangen, quasi etwas anders zu bauen. Und zwar hatte ich dann überlegt, okay, komm, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es ein bisschen sparsamer. Und wir bauen quasi nur eine Zentrifuge, eine Kiste und arbeiten quasi nach dem Umlaufprinzip. Also, ne, wir haben jetzt in der Kiste, da sage ich jetzt mal 07er. Das heißt, es wird die ganze Zeit dieses 07er in die Zentrifuge gepumpt. Die Zentrifuge macht daraus dann irgendwann 06er und 04er, nein, 06er und 08er. Die 06er und die 08er kommen dann wieder in die Kiste zurück. Und wenn dann die Zentrifuge ungefähr fertig ist, wird dann das 06er gemacht. Ja? Dann kommt das 05er und 07er wieder in die Kiste. Dann wird das nächste gemacht. Und so quasi immer weiter. Aber ich habe da noch keine Art gefunden, wie man das tatsächlich realisieren soll. Weil mit Pipes habe ich das nicht hinbekommen. Weil das Problem ist, du kriegst aus der Kiste nicht gezielt etwas rausgenommen. Und du müsstest aber immer erstmal eine Sorte komplett rausfiltern und gleichzeitig aber eine Sorte rausfiltern, wovon du mindestens zwei hast. Weil wenn du nur eins hast, also angenommen, du hast jetzt ein 07er oder zwei 07er brauchst der. Und dann hast du dann macht die Zentrifuge daraus einmal 06 und einmal 08er. Dann hast du das Problem, dann hast du einmal 06er, das landet dann wieder in der Kiste, wird dann beim nächsten Durchgang mit rausgepumpt und wenn du Pech hast, kommt dieses eine 06er in die Zentrifuge. Und dann hast du ein Problem. Weil dann hast du nämlich ein 06er in der Zentrifuge, das reicht nicht aus, damit die Zentrifuge arbeitet, weil dafür brauchst du ja zwei. Es kann aber auch nichts anderes mehr rein, weil es kann auch nur ein Objekt gleichzeitig in die Zentrifuge. Sie hat ja nur einen einzigen Slot. Das heißt, die Anlage ist in dem Moment verstopft. Das heißt, du musst jetzt irgendwie erstmal mit Lua-Controllern und irgendwie so richtig komplexe Anlage bauen, wo du dann quasi richtiges Sortiermechanismus mit den Pipes hast, weil es gibt ja auch diese komischen Lua-Pipes, also quasi einfach Sorting-Pipes, die aber halt einen Lua-Controller beherbergen. Dann müsstest du dann quasi damit erstmal ein Programm bauen, was dafür sorgt, dass immer nur dann etwas in die Zentrifuge kommt, wenn du von etwas 2 hast. Und wenn nicht, es wieder zurück in die Kiste geht. Ja, also extrem kompliziert. Sehr kompliziert. Wie gesagt, daran bin ich bisher gescheitert. Das heißt, wir werden erstmal im Let's Play tatsächlich so verweilen, dass wir es wirklich manuell machen. Also selber mal gucken, okay, wovon haben wir am meisten? Lass uns immer in die Zentrifuge reinklatschen. Und ja, also so wie wir es auch bisher gemacht haben, ne? Immer manuell aus den Kisten rausholen, in die Zentrifuge reinpacken. Und wenn dann die Zentrifuge leer ist, rausnehmen, nächste reinpacken und so weiter und so fort. Ja. Und übrigens, wenn jemand noch einen Vorschlag hat, weil ich habe hier auch noch einen Fehler entdeckt. Ich habe nämlich ab und zu das Problem, dass in der Zentrifuge hier was Falsches reinkommt. Hier zum Beispiel habe ich jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel 0,8er. 2,8er. So. Und jetzt ist mir das aber mal passiert, dass hier in dem Rohr, war auf einmal irgendwas anderes drin. Also zum Beispiel 1,7er. Wo ich mich frage, wie geht das? Weil eigentlich... Oh. Eigentlich kann er hier nur 2,8er rein. Das heißt, haben die Dinger hier irgendwie einen Bug, dass sie ab und zu doch das Falsche durchlassen? Oder mache ich irgendwas falsch? Weil eigentlich ist es so, die kommen aus dem Roten. Also, wie gesagt, es ist ja hier ein Umlaufsystem. Das heißt, es kommt immer aus einer Richtung vom Roten. So, der Rote ist deaktiviert.
Das heißt, die einzigen aktiven Ausgänge ist blau und schwarz. So. Und daraus folgt der Logik, meines Erachtens nach, alles, was hier im was 2,8 da ist, geht in schwarz, weil ich es hier manuell filter. Und weil im blauen nichts drin ist, heißt es, dass der gesamte Rest, was also kein 2,8er ist, dann ins Blaue weitergeleitet wird zum nächsten. Und so funktioniert ja auch. Aber ab und zu kommt hier was Falsches rein. Wo ich mich frage, warum? Weil das Problem ist nämlich teilweise, dass er dadurch die Anlage hier verstopft, weil ich hatte mich teilweise das Problem, also angenommen, die Anlage hier ist leer, ne? Dann kommt jetzt hier als Beispiel 1,7er rein. Das 1,7er geht hier durch, da die Zentrifuge leer ist, nimmt sie das auch an, dann ist hier in der Zentrifuge einmal 1,7er drin, das heißt, die Zentrifuge ist belegt, dann kommen dann hier wieder die richtigen an, und zwar die 2,8er, die können hier aber nicht mehr rein, weil hier bereits 1,7er drin ist. Und deswegen wandern dann die ganzen 2,8er hier im Rohr immer hin und her, weil die können hier nicht rein. Und wenn die zurückgehen, werden sie wieder ins Schwarze geschickt, weil das Schwarze ist ja 2,8er. Und da sind irgendwann so viele drin, dass das Rohr irgendwann platzt. Ne, weil Rohre können ja auch kaputt gehen. Also irgendwie bin ich hier mit der... Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Bug ist. Oder wo, ob ich irgendwas falsch mache, aber ich schätze mal wirklich eher, weil ich denke mal, so viel anders verstehen kann man das ja eigentlich gar nicht. Ich denke mal, so wie ich das hier schon gemacht habe, ist das schon richtig. Ich schätze also mal wirklich eher, dass das irgendwie ein Fehler in der Pipework ist. Ob da irgendjemand mal einen Lösungsvorschlag hat. Weil, ja, wie gesagt, die Anlage hier ist nicht sehr zufriedenstellend. Sie sieht zwar geil aus, das muss man schon sagen, also optisch gesehen schon Hingucker. Aber funktionell eher nicht so. Eher gar nicht so. So überhaupt nicht so. Ja. Das ist zu der Zeit mein Problem. Genauso wie ich auch nicht weiß, man kann ja dieses Pulver auch wieder rekombinieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel 0,6er Pulver hat und 0,8er Pulver, kann man die beide wieder vermischen und hat daraus wieder 0,7er Pulver. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen 0,0er Pulver anfangen soll. Weil es kommt massig 0,0%iges Pulver raus am Ende. Und jetzt habe ich halt das Problem, was mache ich mit dem ganzen Zeug? Weil rekombinieren geht nicht. Weil wenn ich 0,0er Pulver habe und jetzt zum Beispiel mit 1,4er Pulver kombinieren würde, hätte ich halt wieder 0,7er Pulver. Das heißt, das gesamte Spiel beginnt einfach nur wieder von vorne. Ich habe also damit nichts gewonnen. Und ich glaube aber, man muss das irgendwie rekombinieren, weil so viel 0,0er Pulver, wie ich hier produziere, schätze ich mal, wenn ich hier 200 reingebe, also 200 0,7er, dann kommen hier locker 190 0,0er raus. Das heißt, gerade mal am Ende des Tages habe ich dann gerade mal 10 mal 3,5er oder sowas. Und das kann es irgendwie auch nicht sein. Also irgendwie, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was diese Mod von mir möchte. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen, ja. Es gibt ein paar offene Fragen, sagen wir es einfach mal so. Wir werden natürlich im Rahmen des Displays einfach weitermachen, klar, weil, wie gesagt, das Kraftwerk ist ja für uns sowieso nicht primär funktionell, sondern primär because we can. Und weil ich halt es geil finde, im Let's Play einfach mal ein Atomkraftwerk zu bauen. Aber wie gesagt, ich bin irgendwie für produktiven Einsatz... Ich weiß nicht. Das macht das Ganze nicht so wirklich Sinn. Und es muss ja irgendwie gehen. Weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass jetzt jemand alles einfach im Kreativmodus baut. Weil wenn jemand das Ganze hier im Kreativmodus baut, ja, da kann er sich auch gleich 3,5er Zeug geben und das direkt reinschmeißen. Dann braucht er gar nichts produzieren. Also es muss ja irgendwie auch als normaler Benutzer funktionieren. Aber wie? Ja. Wie gesagt, wenn da irgendjemand Ideen hat, meinetwegen auch ganz ausführlich in die Kommentare schreiben. Weil ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keinen Plan. Ich weiß nicht, was. Ich weiß, was das Spieler von mir möchte. Ja. Bin ich also offen für Vorschläge.
Wie gesagt, dass wir diesen 34 Zentrifugen, wenn wir im Let's Play wahrscheinlich nicht bauen, einfach weil es zu teuer ist. Ich meine, alleine für eine Zentrifuge brauchst du 4 Diamanten. Spätestens da hört's auf. Ich meine, gut, man könnte sagen, okay, das wären halt etwas mehr als 100 Diamanten, das Opfer muss man quasi erbringen. Aber, ich meine, wir haben ja nicht mal 100 Diamanten. Oder? Ja doch, ein Stack haben wir auf jeden Fall. Nee, aber nicht. Ja. Nee, also wie gesagt, ich, wenn jemand Ideen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Es ist auf jeden Fall sehr viel, was da irgendwie noch offene Fragen hat. Ja. So, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Meinetwegen, wenn jemand auch ein Tutorial kennt auf YouTube, ne, ein deutsches Video gerne, weil bei so ein schwieriges Thema hätte ich doch gerne schon eine deutsche Quelle. Nicht, dass ich doch irgendwas falsch verstehe, weil ich das falsch aus dem Englischen übersetze, irgendwas da, keine Ahnung. Also, wenn irgendjemand ein deutsches Tutorial irgendwie auf YouTube kennt, kann es mir gerne auch in die Kommentare posten. Ich bin da echt für alles offen. So. Wir machen jetzt mal weiter. Unser Soll haben wir hier bereits getan. Wir haben bereits genug Blei. Aber umso mehr, umso besser. So, die Spitzhacke ist damit auch. Oh, okay, schon fertig. Ja. Schade. Na gut. Dann ab nach Hause. Hier ist auch schon wieder Blei. Hier ist überall Blei. Blei ist doch am Arsch. Wo lang ist es eigentlich gerade kürzer? Geht es doch da oben kürzer oder? Ja doch, genau, hier ist kürzer. Denn hier kann ich einfach in den Fahrstuhl steigen. Danke. So. Und ja, ich weiß, eine Stahltür bringt gar nichts. Ist auch eigentlich eher Optik. Damit man einen effektiven Schutz hat, müsste man schon 2 Stahltüren benutzen, die man gegeneinander baut. Könnten wir auch machen, aber nein. So, nach unten. So, du nach da. Rein da. Rest kommt nach oben. Und dann können wir anfangen, schon mal die ersten Blöcke zu bauen. Was jetzt? Achso, hier rein. Weg. Ah, die Kiste räume ich wahrscheinlich auch nochmal auf. Muss ich auch mal gucken, wie ich das am dümmsten sortiere. Oder wir bauen da wirklich Dwarver hin. Ja. Wie gesagt, Mehrzahl von englischen Wörtern, keine Ahnung. Ist nicht so meins. Ich meine, meistens ist es relativ easy, ne? Cars. Einfach ein S ranklatschen. Aber bei Dwar. Da klingt die Mehrzahl irgendwie genauso wie das Deutsche. Wie die Einzahl. Oh, was ist hier los? Das ist aber nicht original. Weg da. Du kommst da unten. So. Du kommst mal nach da. Du kommst mal nach da. Du kommst nach da. Dann defragmentieren wir hier mal ganz kurz. Du bist Chrom. So, ganz kurz weg. Zinn kommt da hin. Du kommst noch da. Hier haben wir noch mal Zink. Ich sehe hier. Wir haben nicht mal die Hälfte, hätten wir quasi. Das heißt, wir müssen erstmal auf Diamantsuche gehen. Und ich habe schon seit einer Ewigkeit kein Diamant mehr gefunden. Warum auch immer. Also, ja. Müssen wir mit den Diamanten echt sparsam umgehen. So, ich würde mal sagen... Weißt du was, hier kommt mal raus. Dafür kommt da der Zinn rein.
Dann kommt Kupfer. Perfekt. Dann, ja, hörst mit dem Perfektionismus auch schon wieder auf. Du gehst nach da, dann kommt ihr. Und das kommt ungefähr so. Macht das so Sinn? Naja, irgendwie schon. Kann man schon machen. Doch, doch. Sieht geil aus. Fetzt und so. Was ist das eigentlich? Soll Fahrzeug. Okay. Oh, geht. Kann man auf jeden Fall so machen. So, und wir fangen jetzt mal an. Unser erstes Blei hier einzuspritzen. Ich mache jetzt mal nur 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So nach da. Wir haben 5 Öfen. Naja. Gut, passt eh überall nur ein Stack rein. Was ist denn hier noch drin? Oh, und unser Stahl. Ja, lol, ey. Alter, warte mal. Dahin. Penis, du. So. Stahl und Regenbogenkacke kann. Achso, halt erstmal. Danke. So, Stahl und Regenbogen kann erstmal wieder oben in die Kiste. Scheiße. Na, passt schon so. Fällst du noch dahin? Ja, irgendwie so. I don't know. So. Wie schnell seid ihr? Oh, also schon fast fertig. Holy shit. Das geht ja hier ab wie auf die Autobahn. Mache er hin. Danke. So. Sieht schon mal sehr gut aus. So, wie sieht's aus mit diesen komischen Verbundplatten? Da haben wir. Die hatten wir doch schon komplett gebaut, oder? Habe ich irgendwie in eine Kiste gepackt oder habe ich die oben in die Kiste gepackt? Nee? 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 Ja, sakrileg! Wo sind sie denn? Ja, wo habe ich sie denn hingepackt? Ach, hier, in den Kühlschrank. Da war ja was. Ja. Warum mit der einfach hier rein? Nur bescheuert, Alter. Einfach links und rechts und nochmal links und nochmal rechts. So, hier habe ich rausgenommen? Nein. Mache er hinne. Das kannst du ja nicht mehr ansehen hier. Was ist denn hier los? So. Fertig. Fertig. Und die Batterien sind immer noch voll. Sehr gut. Sehr gut. Finde ich voll in Ordnung. Ja, genau. Einfach runterspringen und dann. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich brauche jetzt mal ein paar Lidblöcke. Ich mach mal alle zu. Dings da. Man kann die ja. Warte mal, ist das überhaupt richtig, was ich hier gerade mache? 88? Wir haben zweimal. Nee. Wir haben 1, 2. 25, doch, das haut hin. Oh, 88, ja. Kennt eigentlich von euch jemand die Tram 88? Die fährt ja hier in, na sag schon, Mann. Ich bin da früher zur Schule gegangen und jetzt fällt mir der Name nicht ein.
In der Nähe von Erdner. Boah, Alter. Wie hieß denn das? Friedrichshain? Nee. Alter. So, du kommst da, 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 da und da. Irgendwo bei der S3 war das. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau wo. Die Ahornschule. In der Nähe von der Ahornschule. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Und da fährt halt die Tram 88. Ich weiß gar nicht, ob es den Verein überhaupt noch gibt, aber wahrscheinlich. Ist ganz schön. Die fahren dann mit sehr traditionell alten, erhaltenen Straßenbahnen. Also erhalten nicht, sondern restauriert teilweise. Teilweise aber auch erhalten, halt gut gepflegt, ne? Stand aber irgendwie auch schon mal vor der Schließung. Also deswegen weiß ich nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ja. Sehr schönes Unternehmen. Und an die muss ich immer denken, wenn ich die Zahl 88 sehe. Ich weiß, manche verbinden mit der Zahl 88 was anderes. Sei es drum. Ich habe mit den netten Herren Kollegen Hitlern jetzt nicht unbedingt viel am Hut. Außer vielleicht Mordfantasien. Ne? Immer wenn ich mal ein bisschen so... Oh Gott. Mache ich mir jetzt gerade die ganzen Neonazis zum Feind? Ist das gut? Ist das gesund? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, auf jeden Fall, wenn ich so ein bisschen Doom spiele und so denke, ach... Ich würde auch gerne schon mal so echte Menschen töten, ne? Ich glaube, dann habe ich immer ein Gesicht vor Augen. Der Anti-Nazi. Wobei, ne, eigentlich, ich meine, die Rechten sind ja rassistisch. Rassisten, wie sagt man? Ist ja auch egal. Aber das Witzige ist ja, wenn man gegen Nazis ist, ist das nicht auch eine Art von Abneigung eines gewissen Personenkreises? Ich meine, es ist zwar dann kein Rassismus, weil Nazis sind ja keine Rasse. Ne, daher kommt der Name ja. Ne? Rassismus gegen Rassen, Sexismus gegen sexuell. Also englische Wort Sex, Geschlecht. Da gibt es ja noch alle möglichen Sachen. Veganismus gegen Veganer. Das wäre ich. Nein. Ja, wie gesagt, gibt alles Mögliche. Okay, hört mal auf. Jetzt bin ich gerade abgekommen. Nee, auf jeden Fall, ja. Wie bin ich überhaupt gerade aufs Thema gekommen? Ach so, genau. Wegen 88. Ja, da war ja was. Ja, wie gesagt, jede dem seins, wie gesagt, ich denke bei 88 in der Regel immer eher an die Tram 88, einfach weil das so eine von meinen Kindheitserinnerungen ist. So, der, genau, eine Schicht muss jetzt noch drauf, das heißt quasi jetzt der Deckel. Oh, auf jeden Topf passt ein Deckel. Oder wieso? Passt aber, also reicht gar nicht aus. Scheiße. So, hier kommt auch zu. Genau, hier ist dann wieder ein Loch im Kopf. Boah, wir brauchen noch so eins, ne, ein paar, weil hier ist auch noch eine Lücke. Also ein paar brauchen wir schon noch. Ich komme jetzt nur nicht mehr runter. Beziehungsweise, wenn ich runter bin, bekomme ich nicht mehr rauf. Das heißt, obwohl doch, ich könnte hier. Doch, ich komme hier. Siehst du. Ha, wer braucht eine Treppe? Keiner. Ja, la 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 la, ihr Bitches. Hä? Achso. Ich hab ja noch gar nicht. Achso, hey, siehst du. Dann gucke ich erstmal, wie viel wir brauchen. Wir brauchen letztendlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siehst du das jetzt richtig? 1, 2, 3. 1, 2, 3 und nochmal 1, 2, 3. Sollte dann passen. Ach nee, hier ist eine Lücke. Das bleibt ja offen.
Das heißt, ich brauche nur 8. 8 mal 9, also 72. Das klingt realistisch, das klingt machbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Perfekt. Das wird einmal einschmelzen. Sollte jetzt nicht allzu lange dauern, hoffe ich. So, einmal hier. Hä, warum ist nicht nur... Habe ich da gerade was abgebaut? Doch, ja, ich habe ja hier einen Fehler abgebaut. Da war ja was. So. Na komm. Mache er hin. Das kannst du nicht mit ansehen. Was denn los? So, da brauchen wir nur noch quasi bloß noch Wasser einfüllen, dann den Chor irgendwann reinstellen. Den müssen wir erstmal bauen. Also das Gehäuse ist dann damit schon mal fertig. Ist doch ganz geil. Na doch, finde ich geil. Also, ne, wie gesagt, das Gehäuse bauen wir jetzt erstmal fertig und dann lassen wir es erstmal so. Wie gesagt, den Chor müssen wir erst noch bauen. Und ohne Chor bringt es auch noch nicht, noch nicht allzu viel da Wasser rein zu klatschen. Außerdem würde ich gerne, bevor wir den Chor reinbauen und bevor wir das Wasser reinmachen, würde ich natürlich erstmal unten das HV-Kabel verlegen. Macht sich so erstens besser und zweitens, wenn wir es nicht verlegen, läuft das ganze Wasser dann unten lang. Und darauf habe ich auch keinen Bock. Also zwei Gründe quasi, die dafür sprechen, dagegen zu sprechen. Ja. So, eins, zwei. Das da bleibt. Da unten bleibt auch erstmal offen. Das heißt, wir haben zwei auf Reserve. So, und jetzt kommt hier noch eine Decke drüber. Von denen müssten wir ja genug haben. Da hatten wir soweit alles gemacht. Ah, siehst du, da haben wir sogar... Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, da haben wir sogar zu viel gemacht. Doch, haben wir. Ja, eben. Autsch. Was für ein Container, meine Damen und Herren, Alter. Ey, sieht das hier wirklich so aus, wie als wenn es hier zum Rüberlaufen gedacht ist. Haha. Gut, war so eigentlich nicht geplant, aber ja. Okay. genau, wir haben jetzt noch 6 übrig, 2 brauchen wir noch. Das heißt, wir haben 4 zu viel gemacht. Puh, kann mal passieren, schätze ich mal. So, die Dinger können dann irgendwann wieder weg. Jetzt erstmal nicht. Und der Innenraum ist soweit fertig. Hier kommt sogar Licht rein. Lol. Mann, sind die Fackeln hell. Man kann hier drin alles erkennen, Alter, obwohl da drüber nicht mal eine direkte Lichtquelle ist, sondern es ist alles nur indirekt von denen, ne, das Licht, was hier und da hinten indirekt durch die Fackeln kommen. Ah ja. Da merkt man, dass das Lightning-Modell von MyTest nicht ganz realistisch ist, aber hat natürlich auch Vorteile, dadurch sieht man mehr. Also, macht schon gewisse, Sachen einfacher. So, hier hatten wir noch nicht weiter gebaut. Die Frage ist, wo kommen wir hier raus? Ich baue einfach mal lang. Weil dann müssen wir irgendwann bei unseren anderen Kabels rauskommen, oder? Ich habe die Orientierung verloren. Ach komm, leck mich am Arsch. Nee, kommen wir nicht. Hä? Sind wir denn hier? Gott, wir sind ja viel zu tief. Okay. Ist jetzt natürlich nicht ganz so optimal, wie ich es gehofft habe. Das heißt, ich baue mal. Wie denn jetzt? Okay, wir müssen jetzt ein bisschen vermessen. Tatsächlich. Das heißt, ich hole mal meine Vermessungsstäbe raus, ja. Ich liebe es zu cheaten. So, Vermessungsstäbe. Volle Kraft voraus, sind die da.
So. Das Ganze. Das Ganze soll ja hier irgendwann rauskommen, so ungefähr. Ich würde mal sagen, bündig wäre es am sinnvollsten, wenn es. Alter, hier unten. Wie sieht halt schon hart verbummt aus, ne? Wäre schon irgendwie günstig, wenn es. Eigentlich hier hinten so auf der Linie rauskommt, ne? Das heißt, wir machen einfach mal. Achso, genau, das Ding da hinten geht da hinten zu dem hinten. Es wäre am günstigsten, ich mache einfach da einen. So. Dann gehen wir jetzt nochmal nach unten. Fall mal kurz eine Runde runter. Ah, tot. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Was ist jetzt was? 8 und 9 ist hier entfernt, ne? 8 und 9. Wenn ich jetzt. Genau, heißt also, ich muss noch mindestens 8 in die Richtung. Oh, ich hätte das vollkommen falsch gepackt. Ich dachte, es geht noch weiter. Ha! Okay, siehst du nur noch 3. So, führst du dem Thema. Oder muss ich nur noch 2, weil er das quasi die beiden Punkte mitzählt. Also, wenn die quasi auf gleicher Höhe stehen, ist er dann eine 1 oder eine 0? Müsste denn eine 1 sein, ne? Das heißt, ich muss nur noch 2 in die Richtung gehen. (20 Meter hoch 2). Wie kommt ihr auf diese 20? Wir haben doch quasi von der Fläche her jetzt 9. Okay, es ist also doch. Ich muss doch noch 1. Dann ist es nämlich nicht 1 und 9, sondern quasi 2 und 10. Das heißt, er beginnt tatsächlich doch bei 0 mit dem Zählen. Also quasi die, halt die Distanz. Das heißt, wirklich die Entfernung von dem Punkt zu dem Punkt. Genau, 9 Meter South. Das heißt, ich muss jetzt noch 9 Blöcke in die andere Richtung gehen und dann bin ich quasi genau unter dem anderen Ding. Jetzt verschieße. So, jetzt haben wir 4 Blöcke. Müssen wir jetzt nochmal 5 Blöcke gehen. Genau, doch 5 Blöcke. So, dann müsste jetzt genau darunter stehen. Licht. Licht. Perfekt. Geil. So macht es am besten Spaß. Die Fackeln. Ach komm, lass dich einfach mal hier. Wir müssen jetzt aber nach oben bauen. Bäh. Wird eh nichts. Oh mein Gott, Ronny, dein Spielbild, bist du durch den Boden gefallen. Meintest die billigste Doom Engine der Welt. Wobei, ne, es fällt schon irgendwie auf, ne, damals so die Doom Engine, also nicht nur damals, sondern auch heute natürlich noch, wobei heute nicht mehr so, aber damals die Doom Engine. Gut, okay, doch, da konntest du auch durch die Wand glitschen. Aber zumindest nicht durch den Boden. Du bist also nie einfach nach unten gefallen, weil irgendwo der Boden oder sowas gefehlt hat. Ne? Muss man schon mal so sagen. Was auch immer ich jetzt damit eigentlich sagen wollte, ich weiß es gerade selber nicht. Ja. Okay. So, das heißt, der Kabelkanal ist schon mal fertig. Wir können also das HV-Kabel quasi schon verlegen, wenn wir dann welches hätten. Haben wir welches?
Ding. Nein. So, Frage. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem Überschuss von den vier Dingern hier? Kann man damit irgendwas machen? Blasen? Nö. Gar nichts. Also überhaupt nichts. Dezent deprimieren, ja. Wait a minute. Das ist natürlich scheiße. Ich will. Warte mal ganz kurz. Warte. Wir haben vier Standfüße. Das heißt, wenn ich jetzt die Standfüße aus dem Zeug machen wollen würde, dann bräuchte ich ja pro Standfuß viermal die Dinger und viermal die Eckdinger. Das heißt insgesamt jeweils 16. Das würde dann sogar reichen. Ey, lol. Dann machen wir einmal das hier. Einmal das hier. Die zwei brauchen wir später noch. Und es passt einfach perfekt. Gut, dann brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Cleanstone, weil wir müssen ein bisschen nach unten graben. Das ist schon klar. Aber andererseits, wenn wir etwas massenhaft haben, dann Cleanstone. Ich weiß nur nicht, ob wir es jetzt irgendwie vor. Ich muss einfach mal kurz ein paar ein hier. Ich werde schnell gemacht. So, wie gesagt, die beiden brauchen wir später auf jeden Fall. Wenn das Ding dann irgendwann mal fertig ist, müssen wir die Dinger verschließen. Oben und unten in der Mitte kann doch sein, laut Handbuch. Aber halt, ja. Was? Doch hier, genau. Da und da. Ich packe mal ein bisschen komplett extra hier unten so hin, ne, damit die schön immer schön ein bisschen in Sichtfeld sind oder sogar hier hin. Direkt bei der Neon-Katze. Dann weiß jeder sofort. Special. So, ich schau dich mal auf, du kommst noch da, das Glas wieder beisammen, du kommst noch da, was machst du da oben eigentlich? Hier ist alles da oben, das ist egal. Ordnung ist was für Ordnungsfanatiker. So, jetzt muss ich mal dazu gucken. Denn jetzt wird's hässlich. Wir brauchen auf jeden Fall das Replacement Tool. Da. Da. Uiuiuiui. So, und hier müssen wir jetzt erstmal ich versuch's mal so schmerzlos wie möglich zu machen. Das heißt, ich krabbe mich jetzt einfach hier um zwei runter. Ja, muss ich ja sowieso. Ja genau, doch, muss ich ja sowieso. Oh mein Gott, unser Atomkraftwerk wird verschweben. Dass ich das noch erleben darf. Achso, ja, hier ist der Kabelschacht, ja. Den legen wir jetzt gerade natürlich auch frei. Dann muss man überlegen. So. 4. Nochmal 4. Und jetzt nochmal 2. Und nochmal 2. Müsste dann genau passen. So. Damit haben wir freie Sicht aufs Kabelkanalsystem, was auch immer. Habe ich jetzt hier ein zu viel abgebaut? Willst du mich verarschen? Ach, scheiße. Wie gesagt, Cleanstone. Wenn wir irgendwas massig produzieren können, dann Cleanstone. Also, da mache ich mir echt keinen Sorgen. So, okay, jetzt wird nämlich jetzt. Ja, jetzt wird's heftig. Jetzt muss ich. Ich gehe doch noch eins runter. Das wird mir hier zu eng. Unnötig eng. Von daher gehen wir einfach mal noch eins runter. Und schon wird es wieder dunkel. Ja, die Folge hat damit jetzt absolut komplett Überlänge. Ist mir aber auch egal. Ist die letzte Folge für diese Woche. Und die anderen Folgen diese Woche haben ja auch komplett Überlänge. Von daher haben wir zumindest ein erkennbares Muster diese Woche. So,
Ich mache hier ein paar Fackeln hin. Hier noch eine. So, noch reicht aus. Okay, achso, ich muss hier oben die Kacke noch abbauen. So, und jetzt wird es nämlich spaßig. Geht das so hier? Ja, es geht. Das geht auch. Das geht auch. Fertig. Spaß. So, jetzt muss ich nämlich die Dinger hier kopieren. Das heißt, du kommst nach da, nach da, nach da und nach da. Du kommst nach da, nach da, nach da und nach da. Und du kommst nach da. Oh, den habe ich falsch gesetzt. Nach da. Nach da. Die habe ich auch falsch gesetzt. Und nach da. Na, super. Weg. Weg. Habe ich noch welche falsch gesetzt hier? So, die mittlere Achse müsste komplett frei sein. Ist jetzt auch. Okay. So, kann ich also, wie auch immer ich jetzt gerade abgebaut habe, das waren... Ich bin raus. Jetzt bin ich komplett raus, Alter. Was fehlt denn jetzt noch? Der ist komplett. Der ist komplett. Hier fehlt einer. Okay, das heißt, ich habe die hier abgebaut. Da musst du jetzt nochmal kopiert werden. Einmal nach da. Und einmal nach da. Genau. So, jetzt musst du kopiert werden. Und danach müssen die erstmal wieder abgebaut werden. Und dann kann die eingefügt werden. Da. 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 Und da. Und jetzt das Ganze, genau das gleiche Spielchen nochmal mit den Platten hier. Einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Dann wirst du zuerst kopiert, kommst nach da, nach da, nach da und nach da. Und schon sieht es von außen so aus, als wenn es ein komplett massiver Block wäre. Ne, den gleichen Trick haben wir auch damals für den Weg benutzt. Es ist genau, quasi genau das gleiche Spiel. Eins zu eins die gleiche Chose. Oh, ich habe kurz vergessen. Die habe ich vergessen. Ich muss ich nochmal kopieren. Da muss eins hin und da muss eins hin. So, genau. Und jetzt kommen noch zuletzt die Dinger hier. Nein, scheiße. Egal. So. Und das Witzige ist, ne, wer jetzt sagt, oh Ronny, du cheatest ja. Nein. Es könnte sogar wirklich so gebaut sein. Weil das ist ja Beton, ja. Und das ist ein H-Profil. Und H-Profil an sich geben sowieso Stabilität. Deswegen werden auch leichte Metallträger als Profile gebaut. Ja, und wenn man das denn so, ne? Denn wenn man bedenkt, wie viel Beton das jetzt hier ungefähr so ist, könnte das so ein Betonklotz durchaus. Wenn man jetzt im BER-Baustyle baut, bauen. Klappen. So. Und jetzt muss ich quasi nur noch 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Gut, hier mache ich auch noch zu. Wird man fast später nie sehen. Oh. Ist mir auch gerade doch egal. Achso. Du kannst wieder weg. Du kannst wieder weg. Und dann kommst du da wieder hin. Na gut, die Beine waren jetzt umsonst. Scheiß was drauf. Perfekt. Und schon wird keiner sehen, dass ich hier jemals auch nur ansatzweise geschildert habe. Von außen sieht es ungefähr so aus, wie es auch damals aussehen sollte. Hier unten so diese Blöcke, diese Klötze. Gut, wenn man es jetzt hier anvisiert, klar, sieht man halt die Kante. Ja. Aber... Ich finde irgendwie doch, das sah davor besser aus. Das sieht so irgendwie, das, also wenn alles die gleiche Farbe hat, ja, aber nein,
es sieht irgendwie doch scheiße aus. Ich glaube, mit den Dingern sieht es doch einfach besser aus. Kannst du sagen, was du willst? Das sieht doch so scheiße aus. Okay. Hast recht, Ronny, sieht scheiße aus. Ja. Oh. Gott, wie viel verbrauchen die immer, Alter? Oh. Guckt euch mal an, wie viel die von der Spitzhacke dafür mal verbraucht wird. Das ist ja massivst. Massiv. Ne, komm, ich repariere die erstmal. Geht ja mal gar nicht hier. Lass mich jetzt hier raus. Ach klar. Bau gleich zwei ab. Bau gleich alles ab. Bau gleich bis nach Japan. Bau Nahverkehrstunnel, du Wichser. Penis, ey. Alter, wie viel. Vor allem schon wieder eine Spitzhacke draufgegangen. Ja, so ja alle. Alle scheiße. Ja, so ja immer. Ja, alles kaputt macht ihr hier. Ist so bescheuert. Ich renne mit dir jetzt. Aua. Was jetzt? Hey, ich bin immer noch im Flugmodus. Danke. Alter. Das ist aber echt heftig, wie. Krank, Alter. Das ist echt krank, Mann. Das ist doch krank. Schon wieder kaputt. Also fast kaputt. Der Dieb ist doch ja nicht. Ist das euer Ernst? Oh mein Gott. Lol. So. Jetzt musst du da nochmal hin. Dankeschön. Habe ich noch was kaputt gemacht? Nein, nein, nein. Sehr schön. Dann können wir wieder die alten Dinger hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielleicht wird es dunkel. Ich brauche erst... Scheiße. Ich brauche... Ach Gott, Alter. Ist das richtig so? Nein, das ist gar nicht richtig. Doch, ist das richtig? Hä? Oh, ich bin zu tief. Ach, Mann, ey. Das ist nicht dein Ernst. Ich möchte mich gleich schlagen. Puh, okay. So, so, so. Ach, der ist ja auch noch unten. Ach Gott, Alter. Und du, Berlin. Irgendwann habe ich hier oben. Oh. Oh, hier ist ein Weg. Ich brauche erstmal hinten. Ich hatte echt gedacht, dass es ne, mit diesem Betonblast-Dingster-Muster da besser aussieht, aber eigentlich überhaupt. Nee. So sieht es wirklich bei weitem besser aus. Hat zwar jetzt dann die gleiche Farbe wie das hier, aber trotzdem passt das als Konstrukt viel besser. Also viel besser, viel besser. So, und schon hat keiner gemerkt, dass wir jemals was getan haben. Heißt am Umkehrschluss auch, dass die letzten 10 Minuten, 15 Minuten, 3 Stunden komplett umsonst waren, aber ist jetzt doch egal. So, hier drin habe ich noch die Fackel. Ah, ne, doch, hier ist auch alles korrekt. Ja, okay. So, ja, ist schön. Habe ich noch alles zurück? 16, 16, sehr schön. Dann können wir die Dinger wieder rekombinieren. So bitte, danke. Warum 14? Achso, das da. Danke. So. Danke. Und bei euch bitte auch. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wie geht das? Beton. War denn das? Okay, dann gucken wir mal so. Kann man aus der gar nichts machen? So gar absolut gar nichts? Gar nichts?
Das ist ja hässlich. Nö, da, also damit bin ich jetzt nicht einverstanden. Also das ist ja... Da müsste doch auch ein Achtelstück rauskommen. Ist doch genau ein Achtel von einem normalen Block. Müssen 16 Achtel raus, 16 Achtel rauskommen. Ja, also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Gibt's vielleicht so? Nein. So? Nein. So? Nein. So? Nein. Hm. Ich heb die mal auf. Man kann nie wissen. Vielleicht bringen sie mir irgendwann noch mehr Pech. Wollte gerade Glück sagen, aber Glück bringen die mir garantiert keinen. Eher tiefe Verzweiflung und absoluten Selbsthass. Auf alles. So, weg, weg, weg. Ja, komm weg. Weg. Na guck mal, die hab ich auch nicht rekombiniert. Da kann man die wirklich gar nicht rekombinieren. Das ist natürlich, muss ich bei den Dingern doch echt aufpassen. Schade eigentlich. So, weil die Folge sowieso schon wieder so richtig Überlänge hat, nutzen wir die Überlänge gleich mal, um nochmal ein bisschen Überlänge zu machen. Und um der quasi in dieser Überlänge, die sowieso ein bisschen geplant ist, weil, ne, ist ja da, nochmal einen Spitzer kurz zu machen. Perfekt. Weg. Danke. Jürgen, das heißt, du kannst dahin Kohle kann dahin. Die Beeren essen wir gleich mal hier. Because we are hungry. Blue Ghost, join the game. Hallo. Ich wollte gerade Hello schreiben, weil es eigentlich der Name ist. Ja. Genau. Holz kommt hier rein. Meine Messstäbe können auch wieder zurück. Ja. BlueGhost.exe reagiert nicht. Die können wir jetzt abschalten. Aber nein. So, das Ding ist auch fast fertig. Sehr schön. Ja, können wir die Folge an der Stelle quasi auch beenden. Dann können wir nächste Woche wieder auf Minijagd gehen und ganz viel Blei suchen. Gut, aber ganz ehrlich, das Blei kann jetzt ein bisschen wieder raus. Brauchen wir drinnen nicht mehr. Das kann jetzt in die normale Kiste rein. So viel werden wir davon nicht mehr bekommen. Holen. Ich weiß es wissen nicht wozu. Vielleicht als Langeweile vertreibt, ja, aber lieber nicht. So. Ich pack dich. Nein. Alles gut. Ich lasse Feierabend. Bis zur nächsten Woche. Vielleicht machen wir da wieder mal was Sinnvolles. Mal gucken was. Ja, gucken wir dann. Ja, von daher würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Wie lange ist die Folge jetzt eigentlich geworden? Wir haben 15 nach... eine Stunde? Ja gut. Das... gut, ist so eine Art Special-Folge. Ne? Das ist ja die 250. Folge. Von daher, ne, als kleine... Ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Was wir da machen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, bis dahin muss ich mir noch was überlegen. Genau, vielleicht ergibt sich ja bis dahin irgendwas. Bis dann.